Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und im Stream hoffentlich mehr als hier. Das Krankenhausgestaltungsgesetz, über das wir hier abschließend beraten, enthält genauso wie das Rettungsgesetz, über das wir heute beraten haben, viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Ich werde das einfach mal tabellarisch ein bisschen abarbeiten. Das, was wir uns rausgesucht haben an besonders guten Punkten, ist beispielsweise die Nachvollziehbarkeit von Ausgaben bei der Krankenhausfinanzierung soll gewährleistet werden. Das hält meine Fraktion für einen sehr guten Punkt. Auch das bessere Versorgungs- und Hygienemanagement ist sicher zu begrüßen. Und auch grundsätzlich der in § 15 genannte Landesausschuss für Krankenhausversorgung ist eigentlich eine gute Sache. Führt da doch die Akteure aus dem Bereich Krankenhausgesellschaften, Verbände, Krankenkassen, kommunale Spitzenverbände und so weiter da zusammen, auch Patientenvertreter. Das ist eine sehr gute Sache, wie ich persönlich auch finde. Was ich nicht so gut finde, ist, dass im Gesetzentwurf viel von Transparenz die Rede ist, aber sie nicht angewandt wird. Beispiel bei diesem Landesausschuss ist im Gesetzentwurf geregelt, dass das Ministerium den Vorsitz des Ausschusses hat und die Geschäfte führt. Die Geschäftsordnung soll nicht veröffentlicht werden. Die Termine der Unterausschüsse sollen nicht veröffentlicht werden. Die Tagesordnungen werden nicht veröffentlicht. Protokolle, auch Ergebnisprotokolle, die Veröffentlichung dessen ist nicht vorgesehen. Das sind Dinge, müsste heute Standard sein. Und wenn einem dann entgegengehalten wird, ja, dann können wir ja nichts mehr nicht öffentlich besprechen. Das stimmt ja nicht. Wenn man grundsätzlich die Sachen öffentlich behandelt und in Ausnahmefällen, in begründeten Ausnahmefällen sagt, das müssen wir nicht öffentlich besprechen, ist das doch eine Regelung, mit der man leben kann. Den Weg wählen Sie allerdings nicht. Und so erscheint uns der Landesausschuss so ein bisschen als Ständekammer im Hinterzimmer. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Das weiß ich auch, dass das Ministerium besser kann. Und ich habe auch das Vertrauen sowohl in die Verbände wie auch ins Ministerium, dass man das öffentlich behandeln kann. Und deshalb hoffe ich, dass Sie es im Nachgang vielleicht dann doch noch mal transparenter gestalten. So wie der Gesetzentwurf hier vorliegt, kann ich meiner Fraktion die Zustimmung nicht empfehlen. Ich empfehle meiner Fraktion dementsprechend die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Danke.